So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schrauberkult. Heute mit einem hoffentlich sehr erfreulichen Thema für mich persönlich, für den Golf. Denn es ist was angekommen. Und zwar ein neuer Vergaser. Wir hatten ja mega Vergaserprobleme, es lief ja nichts mehr. Die Karre läuft auch bis heute nicht. Wir haben jetzt Anfang Juli, es funktioniert nichts. Es spinnt und ich habe keine Lust mehr. Deswegen habe ich einen Vergaser bestellt und zwar nicht den 2EE Vergaser, den er hat, kein Austauschvergaser dafür oder irgendwas repariert oder was, sondern ein Weber 3234 DMTL, mechanischer Vergaser, kein elektronisch gesteuerter wie der 2EE, der aber trotzdem relativ Plug and Play drauf passt, auch auf den Motor, auf den 1.6er Motor. Hier jetzt wieder mit Choke, also es ist eben nicht mehr elektronisch gesteuert, der Kaltlauf, sondern wieder mit Choke. Das wird in den Innenraum verlegt, da ist am Armaturenbrett eine Choke-Klappe beziehungsweise die Blende, da wo der Choke bei den älteren Modellen sitzt. Das heißt, der wird wieder mechanisch, die Elektrik davon fliegt weg, macht keine Macken mehr und das baue ich jetzt um. Dafür haue ich den alten Vergaser jetzt runter, den baue ich ab und dann gucken wir mal, dass wir die nächsten Tage den hier raufgefummelt kriegen. Ich fange heute an, ich denke, ich werde es nicht alleine fertig schaffen. Flori ist noch nicht da, der ist arbeiten noch. Aber ich fange jetzt mal an, den Vergaser runterzubauen, das geht auf jeden Fall. Und dann mal gucken, wie weit ich komme. So, der neue Vergaser kommt hier erstmal als Block an sich. Und dann noch die ganzen Anbauteile dazu. Hier sind Kabelbinder drin, hier sind neue Dichtungen drin. Hier sind ein Haufen kleine Schrauben, Unterlegscheiben und so weiter. Adapterplatte, wo die Halter für den Gaszug und so weiter angeschraubt werden. Neuer Benzinschlauch, sogar ein neuer Benzinfilter wird dazu geliefert. Das ist wirklich ein komplettes Set. Da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen reinfuchsen. Gucken wir mal, wie das alles zusammengebastelt wird und dann geht das Geschraube los hier. Flori ist da! Hallo! Was soll ich, was willst du denn jetzt? Ja, irgendjemand muss ja mal hier das ganze Projekt mal hier in die Hand nehmen, oder nicht? Folgendes Problem hatten wir. Jetzt so. Ich die Kamera mal hier, geil. Der originale Flansch vom Vergaser sitzt hier so drauf. Da hast du die Schraubpunkte für den Vergaser, die sind ja hier mit den langen Schrauben. Mhm. Wird der ja von oben durch den Vergaser, sind ja die Kanäle, wird da in den Flansch festgeschraubt. Und die hier auf die Ansaugbrücke über die vier Schrauben. Jetzt ist folgendes Problem, bei dem neuen Vergaser, das ist ziemlich, also ist ziemlich geil, gibt es alles mit dazu. Adapter, neuer Gaszughalter, wo der dann reingeklemmt wird. Stopp, und ich komme mit der Technik nicht hinterher. Was denn jetzt? Das Problem ist jetzt aber, was wir haben, die Verschraubung, die drei, die hier im Flansch original zwei Schrauben rechts und eine Schraube links sind bei dem Adapter jetzt umgedreht, weil der Vergaser ist original kein Vergaser für einen PN-Motor. Das heißt, der würde original nicht passen. Jetzt machen wir es uns aber einfach. Ich habe im Internet tatsächlich auch gelesen, dass sich Leute neue Gaszughalter und so einen Scheiß gebogen und gebaut haben. Da habe ich aber gar keinen Bock und ich dachte schon wieder, oh, leck mir am Arsch. Und dann kam Flori, hat gesagt, drehen wir das Scheißding nur einfach um. Nehmen die zwei Schrauben, die passen ja, weil der Abstand nach oben bleibt, ja. Also die Schrauben oben und unten. Die Schrauben oben und unten, also die und die nehmen wir und den Rest kleben wir einfach ein. Weil da ist die Scheiße auch fest und dicht. Dann wird das eingeschraubt und dann passt nämlich auch der Adapter hier tippitoppi drauf dann. Und wir haben Ruhe und können weitermachen. Schmatze. Schmanko Fanzi. Oi, Schmatzi. Also eigentlich habe ich mal gelernt in meiner Lehre. Hallo erstmal. Eigentlich habe ich mal gelernt in meiner Lehre, doppelt dicht hält nicht. Weil Dichtung auf Dichtung, das ist nicht so cool. Aber bevor wir jetzt anfangen, uns aus Kunststoff, was man machen kann, irgendwie eine Wärmeisolierung zu bauen, vom Vergaser zur Ansaugbrücke und uns dann selber irgendwelche Gewinde danach schneiden, machen wir es lieber so. Und dann funktioniert das auch. Nicht? Bist du da zuversichtlich? Bestimmt. Weil Fusch ist kein Fusch, wenn es funktioniert. Und ich hatte selber schon mal so ein Projekt, wo wir sowas gemacht haben. Und da hat das bestens funktioniert. Ich finde es auf jeden Fall schon mal fancy, dass das hier königsblau ist. Du wolltest jetzt, es ist nice, oder? Die Farbe ist gut. Ist gut? Ist gut. Ruf die Bude. Flansch ist ver...
baut. Soll ich das nochmal abnehmen hier? Was denn? Dass man das hier nochmal genau sieht, was wir hier gemacht haben. So, hier das Blaue ist, hier die Tischmasse. Tischmasse? Hier drüben. Oh, das Mensch, das läuft aber schön runter. Oh, super. Musst du das alles verwandeln? Auf den Krümmer, das wird wochenlang nur riechen. Oh, geil. Also, alles schön festgezogen. Kabel verlegt, das ist hier unsere neue Kabelhalterung. Das bleibt doch da so. Nein. Ich weiß nicht, wo du lachst. Okay. Wir mussten hier noch den einen Sensor hier noch. Also wenn das mal einer mal schreiben könnte, hier in die Kommentare. Was denn? Ob das ein Sensor ist? Was macht denn das Gerät? Das ist jetzt eine Frage an die Community oder? Nein. No. Du kannst es doch einfach sagen. Ich weiß es nicht. Ich denke, der ist zum Vorwärmen. Nicht? Das war eine Frage an die Community. Ach so, ich will doch nicht schon gleich die Antwort. Ist der haben. Zum Vorwärmen? Ich will doch nicht schon gleich ja die Antwort vorne wegnehmen. Oder ja. Wie viel Vor... Mann, guck mal hier, sieht man was. Siehst du, das hat nicht passt? Was denn? Mit deinem schönen Vorwärmegerät hier. Super, okay. So war. Wir setzen ihn noch nicht drauf. Ach, guck mal. Ja, geht doch alles. Der ist fehlerbelastet. Nein, klar ist der, nur. Du bist auch fehlerbelastet, ich Alter. Vorverlastet, Alter. Ich glaube, das müssen wir nochmal abnehmen. Ich glaube, das geht hier auf der Schraube rauf. Oh, weia. Okay, wir gucken mal. Ich mach nochmal los. Wir melden uns gleich. Tschüss. Passt das jetzt eigentlich, oder? Na, guck doch mal hier. Wie schön. Ja, bisschen auf Spack. Also, nimm mal den Käsefinger da weg. Hätte ich es gemacht, hätte ich es anders gemacht. Aber geht. Da ich es ja gemacht habe, würde ich das auch so lassen. Klar. Kenn ich nix. Kennst du gar nichts. Gut, Vergaser kommt darauf. So. Wir schrauben erstmal. Nicht? Schrauben erstmal fest. Boah. Und dann. Steinbohrer brauchen wir nicht. Oh, jetzt habe ich mir einen angestoßen. Ja, den nehmen wir doch. Oh! Kann es sein, dass du dunkel oder sowas? Nein! Freunde der Sonne! Wir machen meinen Luftfilterkasten kaputt. Nein, wir bohren jetzt hier ein Loch rein, weil der Luftfilterkasten von unten nochmal gehalten wird. Warum eigentlich? Achso, weil die. Sonst hebt er ab. Der alte Vergaser, genau hier, der alte Vergaser hat ja diese Spange gehabt. Die ging über den Luft- oder auf den Luftfilterkasten und dann genau hat er gehalten und der Luftfilterkasten war dichter. Das fällt jetzt weg, weil der neue Vergaser das nicht hat. Also wird hier ein Loch gebohrt und von innen gibt es einen Halter am Vergaser, womit das dann verschraubt wird mit so einer Hülse. So, so versenkt wird. Bohren wir rein, jetzt werden sich alle erschrecken. Wo sagst du? Dusselig. Da? Ja. Ja? Ja. Wuh! Gut. Du hast natürlich richtig gut gemacht. Habe ich was abgebrochen wenigstens? Nein. Sehr gut. Wieso hast du das denn jetzt nicht mittig gebohrt? Weil es nicht mittig passt. Da war die Antwort. Geil! Ja, das muss außer mittig sein. Das hier ist, denke ich, ich glaube, das ist einfach nur eine Gussnaht. Nee, da ist original der Festmacher. Zum Beispiel bei dem alten 1B3 Vergaser. Ach, beim 2B5 Vergaser, den ich nicht mehr da habe. Ja, den kennt da man. Ist das so. Den kennt man. So, und jetzt gehst du mit dem Tannenbaumbohrer hin. Wo ist denn der? Stufenbohrer. Also, ich würde mal sagen, 14, 16 irgendwo so. Und halt ihn bitte richtig fest. Jetzt muss aber. Oh! Was hast du jetzt für ein Loch drin gebohrt? 18er. Gut. Ja, guck dir mal das Loch an jetzt. Wunderschön. Wenn jemand möchte, 4 Euro. Kann ich die Kiste haben. Super! Super! Massner! Feilen! Weil du es jetzt richtig schön hier wegschleifen musst. Ich schleif dich auch gleich mal richtig schön. Wird hier richtig schön hier drin weggeschnuffelt und dann ist das geil. Ich guck mal kurz Werkzeug und dann machen wir das mal professionell. Ja? Bitte. Okay. Ey, Plaste ist ja mal viel geiler als Blech. Das ist ja auch viel weicher. Geht ja voll schnell, Alter. Ja, ganz schön gecheatet. Schutzbrille. Kneif einfach die Augen zu. Wie nochmal? Guckst du mal hin, was du machst hier? Nee, wieso?
Also, ich habe schon mal schönere Positionen, wie ich dich gesehen habe. Ist so, Alter. Oh. Was machen sie da? Die Mutter kommt dann. Welche Mutter? Also, vom Schockhebel. Oh, wie? Und sie haben jetzt einen Schock im Innenraum? Ja. Crazy. Wieso haben sie jetzt einen Schock im Innenraum und nicht automatisch vorne im Motorraum? Das schockt mehr. Weil der Vergaser mechanisch ist und die ganze Elektroscheiße wegfällt. Weil wir die Nase voll haben. Weil es Pisse ist. Es ist halt einfach alles Mist. Ich brauche mal einen starken Unterarm. Gut. Lisa! Ja? Nee. Moin. Och Mensch. So. Wir haben den Bodenzug jetzt hier durchgelegt. Aber sogar mit Abdichtmuffe. Mit Abdichtmuffe 5 nennt die sich. So, wo sind wir durchgegangen hier? Na da, durch ein Loch. Chili? Ja. Magst du noch mal was machen für mich? Sofort. Was antwortest du so angestrengt? Mann! Davon müssen wir aber mal hier eine Aufnahme machen. Wo ist denn jetzt die Schraube hin nochmal? Zieh mal den Choke. Klack, ist das geil. Drück mal wieder rein. Ey, das ist so schön, ne? So, hier. Kabel, dit, geht hier schön hier rein, wird dann hier festgemacht mit so einer schönen Klemme. Hinten wird dann der Bounce auch eingehangen und auch dann schön festgeschraubt. Und dann, wenn man den Choke zieht, dann wird auch gleichzeitig die kleine Drosselklappe mit betätigt. Das heißt, mehr Luft, also mehr Drehzahl kann entstehen. Somit erhöht sich dann auch die Leerlaufdrehzahl und der Motor kann im kalten Zustand viel, viel besser und viel, viel ruhiger laufen. Ja, richtig cool. Oben drauf den Ansaugschnorchel haben wir jetzt auch schon richtig schön festgemacht. Den kann man noch ein bisschen ausrichten, damit er dann noch gerade steht zum Motor in der Flucht, weil hier vorne an dem Halter hier, an dem hier, wird dann der vordere Teil vom Luftfilter festgemacht und der bestimmt ja dann die Flucht. Jetzt machen wir gleich noch den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung fest. Und dann sind wir eigentlich auch schon auf dem besten Weg, die Nummer mal hier zu starten. Was ist passiert? Na, der Vergaser ist doch doof, Mensch. Ja, aber ist er jetzt ein Tag später, oder? Ach so. Naja. Das musst du doch alles sagen, Mensch. Ja, einen Tag später. Gestern haben wir Startversuche versucht. Ohne euch? Ohne euch noch, weil das war aufregend. Und dann haben wir es vergessen. Und dann haben wir vergessen zu filmen. Und das, wie soll ich sagen? Es läuft. Willst du mal anstarten? Na logen, Alter. Ui, hopp, 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 hopp. Der springt ja wirklich an wie eine Eins, ne? Was stellen Sie denn herum jetzt? Ich stell den Schock zurück, bis ein Leerlauf hält und mir noch Sprit kriegt. Weil das ist jetzt meine Kaltstarteinrichtung quasi, dadurch, dass wir ja Kaltlaufregler und den ganzen Bums ja wegeliminiert haben. Weil jetzt läuft er auch. Geil! Innen muss jetzt erstmal noch schön gemacht werden, der Motorraum. Weil der ganze. Ja, weil so. Die ganzen Kabel. So kann es nicht bleiben. Nee, der Kabelbaum vom 2EE, der steckt ja noch drin. Den muss man dann auch mal rausschmeißen und dann wird das alles mal ein bisschen schöner gemacht da vorne. Das macht daraus immer noch keinen krassen, neuen, glänzenden Motor. Aber man kann diesen ganzen Motorraum ein bisschen aufräumen und dann ist das auch viel schöner. Und dann will ich mal gucken, was hier. Jetzt aus dem Vergaser noch ein bisschen, ist kein Rennwagen, aber was hier vielleicht noch ein bisschen soundmäßig noch rauskommt, dass er vielleicht ein bisschen klingt wie ein Weber. Onrad Powerrohr. Onrad Powerrohr. Und mit den tollen Nachrichten, dass der Zweier wieder läuft, ist ja der Oberkracher, beenden wir dieses Video. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Freue dich noch auf viele weitere spannende Projekte von uns und dann würde ich sagen, haut da rein, viel Spaß, bis dahin. Ciao!